Hi, ich nutze den Sonntag und den restlichen Sonntag, um noch ein Video zu machen. Und hab dann mal überlegt, was könntet ihr euch gerne angucken wollen. Und dachte, wir versuchen es mal mit Favoriten. Also, was ich so in letzter Zeit so oft benutzt habe und viele Dinge, von denen werdet ihr sicherlich noch kennen, weil es hat sich jetzt nicht so viel verändert. Aber ja, fangen wir mal an. Moment. Das Chaos regiert die Welt und ich bin die Königin. Habt ihr vielleicht auch nicht gemerkt, aber so ist es. Also, ich benutze zum Abschminken von meinem Augen-Make-up das Clean Fresh Garnier Gedöns Augen-Make-up Entferner Lotion. Ist eine Lotion nicht eher was Cremiges? Egal. Ich habe mich so durch einige Augen-Make-up-Geschichten Entferner getestet. Ich habe früher immer dieses Rosane von Essence gehabt, gekauft. Weiß ich nicht. Also es hat sich ja mal verändert. Und da hatte die Jojo, My Simple Life TV, mich damals gefragt, sag mal, ist das irgendwie anders? Und ich hatte mir ein paar Backups damals auch gekauft und habe eine ganze Weile die aufgebraucht. Und ich fand zwar von der Wirkung hat sich das nicht so großartig verändert, aber vom Geruch. Und ich mochte eigentlich, dass es so nach Kamille gerochen hat. Und jetzt riecht es irgendwie nicht mehr so nach Kamille. Und irgendwie, weiß ich auch nicht, habe ich gedacht, probierst du mal was Neues aus. Und das mag ich sehr gerne. Sehr, 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 sehr gerne. Ich habe noch ein paar andere getestet. Zum Beispiel dieses Zwei-Phasen-Make-up-Entferner-Zeugs von D-Make-up. Was ich früher auch immer hatte. Upsi. Aber ich mag dieses Ölige nicht. Und dann gibt es da noch zwei, drei andere, die ich so durchgetestet habe, aber die habe ich nicht gemocht, weil die irgendwie gebrannt haben. Also mit dem bin ich sehr zufrieden. Und das macht sehr, sehr wow. Und da steht drauf, auch für sensible Augen. Und meine Hautpartie um die Augen ist irgendwie relativ empfindlich. Und deswegen finde ich es immer ganz gut, wenn die Sachen dann nicht brennen. So, und mein anderes Abschmink. Ritual abends sind hier meine Florena-Reinigungstücher. Und da ist das genau das gleiche Problem. Ich habe alle möglichen Make-up-Entferner-Tücher ausprobiert. Auch, ich weiß nicht, alles mögliche. Also wirklich Nivea und Clearasil nicht, aber Balea und ich weiß nicht, sie hatten irgendwie alle möglichen Farben, rosa, weiß, blau, pink, keine Ahnung, alles ausprobiert. Und ich vertrage die Dinger aber alle nicht. AOC zum Beispiel auch vertrage ich überhaupt nicht. Mir brennt die Haut wie Feuer nach den Dingern. Und das sind die einzigen, wo das nicht passiert. Und sie sind auch nicht teuer. Und sie haben einen Duft. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber Florena ist ja eine alte DDR-Marke. Und ich meine, dass ich mich erinnern kann, dass es früher einen Duschschaum gegeben hat. Der war blau. Und dieser blaue Duschschaum hat richtig krass gerochen. Und ich weiß, dass ich das als Kind immer total lustig fand. Da konnte man sich immer so lustige Frisuren machen. Und freitags war Badetag. Und das ist, glaube ich, der gleiche Geruch wie dieser Badeschaum von früher. Dann mein Nagellackentferner. ist dieser hier. Essence Nail Art. Der lila, ne? Er ist aber gepackt in den orangen P2 Nagellackentferner, weil er diese Pump-Funktion hat. Und ich liebe den lilanen Essence Nagellackentferner. Und damit ich nicht vergesse, welcher da drin ist, habe ich es umgeklebt. Was haben wir denn noch? Oh, ich kann euch eine Empfehlung geben. Kauft bitte nicht die Make-up-Entferner-Pads vom Primark. Die sind scheiße. Es sind zwar zwei Pakete für 1 Euro und die sehen auch erstmal ganz super toll aus, aber sobald du sie benutzt, frisseln dir die Dinger auseinander. Die werden nass. Guck mal, nur mal ganz kurz rangezogen. Zack. Scheißding schon kaputt. Da ist die Baumwolle zu schade, mit der die Kacke hier gebastelt worden ist. Boah, wie ärgerlich. So, was noch? Duschgel habe ich hier, das von Kappa. Wer lesen kann, ist klar, mein Vater. Kappa. Es scheint jetzt gerade mal wieder Mode zu sein, dass alle
dass alle Sportmarken irgendwie Duschgel und Pflegeprodukte auf den Markt bringen. Aber dieses Kappa-Duschgel, das riecht so schön rosa. Es hat Paraben-free. Okay, das entdecke ich jetzt gerade erst. Oh, reinigt die Haut, ohne auszutrocknen. Toll. Hier steht nicht drauf, wonach es riecht. Schade eigentlich. Es ist auf jeden Fall irgendwie blumig und sehr lecker. Ich habe das bei Müller gekauft. Intrine. Roadface. Wo waren wir denn? Ich weiß nicht, wie das Örtchen heißt. In der Nähe von Bernd Castle-Kues auf jeden Fall. Und da war ich bei Müller und habe dieses Duschgel gekauft. Und im DM bin ich entdeckt worden. Hat mich jemand erkannt. Liebe Grüße. Ja. Das ist auf jeden Fall mein Duschgel. Wo wir gerade bei geilen Düften sind. Das Ghoul Color Schutz- und Pflegeshampoo mit Goibeere. Was weiß ich, wie man es ausspricht. Dieses Duschgel riecht so lecker. Ich würde es trinken. Ohne Scheiß. Am einen Abend, als wir das gekauft haben, habe ich mit meiner Freundin hier im Fernsehen geguckt und ich habe den ganzen Abend an dieser Flasche gerochen, weil es so lecker riecht, bis sie es mir irgendwann weggenommen hat. Weil sie Angst hatte, ich trinke es wirklich aus. Ach, war lecker. Ach guck mal, da steht noch der Preis drauf, sehr witzig. Mein Duschgel ist von La Roche-Posay. Das ist halt Eva Klar. Duschgel, Waschgel. Das ist Waschgel. Schäumendes Reinigungsgel fürs Gesicht. Das hat mir eine liebe Abonnentin, Twitter-Followerin, zugesendet, weil sie das irgendwie nicht mehr benutzt hat. Sie hat noch zwei, drei andere Sachen mit reingepackt. Deswegen habe ich jetzt noch so viel davon übrig. Aber das benutze ich jetzt eigentlich auch insgesamt eigentlich schon ein Jahr. Bin eigentlich sehr zufrieden damit. Ich wechsle immer ein bisschen zwischen La Roche-Posay und Clarins. Da habe ich jetzt das Wasch... Boah, ich quatsch wieder eine Gülle heute. Gesichtswasser. Ne? Gesichtswasser. Das ist ein One-Step-Cleanser. Combination Oily Skin, also Mischhaut. Oder ölige Haut. Das gibt es auch noch in sensitiver. Da riecht es mir nach Kamille auch sehr lecker. Ich bin ja gar nicht duftaffin. Das riecht halt minzig. Ist jetzt nicht super lecker. Aber ist auch ein super geiles Produkt. Also es fühlt sich da, die Haut fühlt sich ja nach richtig, richtig, richtig toll an. Und durch diese Minze erfrischt das nochmal so ein bisschen. Das eigentlich finde ich total geil. Dann habe ich noch zwei andere Produkte von Clarins, die ich regelmäßig benutze. Einmal diesen Ultra Matte Rebalancing Lotion. Die ist halt auch ein bisschen minzig. Und hat so eine etwas lustige Konsistenz. Sie ist irgendwie gelig. Na, komm. Irgendwie gelig. Und irgendwie cremig. Und sie hilft halt, dass die Haut, ja, die ist die Mischhaut, ein wenig das Glänzen aufhört. Und aber die trockeneren Stellen der Haut halt auch gut gepflegt sind. Optimaler Matteffekt für schöne Ausstrahlung öliger Haut. Ich lasse das mal so stehen. Morgens und auf das sorgfältig gereinigte Gesicht und den Hals auftragen. Mach ich. Kein Problem. Ja, was auch super geil ist, ist diese Pure and Radiant Mask. That's good. With Pink Clay. War Clay nicht Clay? Ja. Anyways, auf das sorgfältig gereinigte Gesicht und den Hals auftragen. 5 bis 10 Minuten einwirken lassen. Das Zeug ist der Hammer. Das ist eine Maske, die ihr wirklich dann auch punktuell auftragen, was ist punktuell, aber ne, zum Beispiel nur hier oben auf die Stirnpartie auftragen könnt. Ganz dünn. Und diese Maske wird aber nicht fest. Die ist im Grunde wie eine Creme. Und man kann sie auch die ganze Zeit sehen, also sie zieht auch nicht ein, sie bleibt halt oben drauf und sie bleibt auch die ganze Zeit cremig. Aber wenn ihr das abgewaschen habt, das Zeug, ohne Witz, die ganze Partie ist den kompletten Tag trocken. Also da trieft nichts nach, nichts. Ich weiß nicht, dieses Zeug ist der absolute Hammer, ich weiß nicht, was es mit der Haut macht, aber es ist richtig, richtig, richtig geil. Ja. Na
Natürlich ist auch an mir das Phänomen der BB-Creams nicht spurlos vorbeigegangen. Toll. Ich muss sagen, ich habe in kurzer Zeit einige BB-Creams gekauft. Und ich hatte mir ja letztes Jahr die Vitasing von... da ist ein Olivenbaum drauf. Ja, die Vitasing-Creme gekauft. Und die ja auch sowas ähnliches sein sollte wie eine BB-Creme. Also im Endeffekt hat sie die gleichen Wirkstoffe und Eigenschaften wie eine BB-Creme wahrscheinlich auch hat. Und sie ist ja relativ teuer und sie riecht nach Sonnencreme. Ja, jedenfalls ist sie ja relativ teuer. Und ich fand den Effekt davon aber immer ganz gut. Problem war oder ist bei dieser Creme allerdings, dass sie auf fettige Haut eigentlich nicht gedacht ist. Weil du sie drauf schmierst und ähnlich wie bei einer Sonnencreme, wenn es keine Sonnengel ist, fängt deine Haut halt an zu glänzen. Ist jetzt für jemanden mit fettiger Haut irgendwie weniger geil. Ja, und da jetzt wohl einige dieser Menschen der Kosmetikbranche entdeckt haben, dass Leute, die BB-Creams nutzen wollen, mit fettiger Haut oft ein Problem haben, sind ein paar Leute auf die Idee gekommen, mach's mal welche mit fettiger Haut. Ja, und da gibt es zwei, die mich echt begeistert haben. Also einmal diese Nivea-Creme, Pure Effect, Matte Beauty, getönte Feuchtigkeitspflege. Nivea hat jetzt einfach mal keine BB-Creme draus gemacht, ist im Endeffekt auch total egal. Auf jeden Fall ist die total cool. Riecht wie eine normale Nivea-Creme, ist gelig, macht aber einen super schönen matten Effekt, finde ich, der auch relativ lange anhält. Sieht total dunkel aus, aber versprochen, auf der Haut, im Gesicht, siehst du davon nichts mehr. Also sie wird nicht so, also natürlich ist sie, ne, man cremt sie ein und es wird dunkel, aber sie verbindet sich echt klasse mit dem Hautton. Und ich bin jetzt ja auch niemand, der irgendwie total den dunklen Hautton hat, weil die Hand jetzt vielleicht auch nicht der geilste Ort ist, um eine getönte Tagescreme fürs Gesicht zu testen. Aber sie dunkelt auch nicht nach. Also ist jetzt auf dem kompletten Handrücken verteilt. Ja, super Sache. Man kann jetzt keinen Unterschied erkennen, das tut mir leid. Ich will euch eigentlich nur demonstrieren, dass sie zwar sehr dunkel aussieht in der Tube, auf der Haut im Gesicht aber definitiv nicht so dunkel ist. Definitiv nicht. Ja. Sie zieht schnell ein, das stimmt. Versorgt ihre Feuchtigkeit, stimmt auch. Und sie fettet nicht, das stimmt definitiv auch. Ein natürlich ebenmäßiger Teint verfeinert und mattiert das Hautbild. Definitiv. Also ist wirklich klasse. Ich bin total begeistert von dieser Creme. Kostet, glaube ich, um die 6 Euro. Ich weiß es aber nicht genau. Und dann habe ich mir von Garnier einmal die Matte Miracle Skin Perfector All-in-One BB Cream mit Matte-Effekt gekauft. So eine kleine Tube und so viele Wörter. In hell natürlich. Fettige und Mischhaut steht da. Und ich hatte die andere BB Cream, die ganz normale. Und die muss ich sagen, ist zwar ganz okay, lässt sich aber auf meiner Haut zum Beispiel extremst schlecht verteilen. Also das Gefühl, dass wenn ich sie eincreme, kann ich sie hier an der Seite schon wieder abschälen. Und es gibt ja Menschen, es wachsen auch Haare im Gesicht. Und irgendwie hält die Creme nicht so toll. Und ich war nicht so begeistert. Und dann habe ich von ein paar Leuten gehört und auch durch einen Test selbst auf der Haut, habe ich gemerkt, dass ich die richtig geil finde. Und die ist auch richtig geil. Also sie ist sehr, 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 sehr flüssig. Lässt sich dadurch aber extrem gut verteilen. Und ich finde, das ist ein super schöner Farbton, dieser Tönung. Und der macht einen Effekt auf der Haut. So riecht's lecker. Ich weiß nicht, wie ich euch das erklären soll. Also sie ist wirklich matt. Im Gegensatz zu der anderen Garnier-Creme, die könnt ihr euch in die Tonne kloppen. Die ist richtig toll. Also wenn ihr fettige Haut habt oder Probleme mit der anderen, die wird euch begeistern. Definitiv. Definitiv. Mein Deo
der ja extra stark. Deo-Roller von BM. Und das Garnier Clean Sensation. 48 Stunden. Ohne Alkohol. Antitranspirant. Ja. Das hat einen relativ zurückhaltenden Duft. Ist ja auch mal ganz nett. Ich habe nämlich das Problem, dass ich bei irgendwie super vielen Deos, die sind Sprühdeos, nach ein, zwei Mal benutzen, feststelle, dass wenn ich sie benutze, ich husten muss, als wäre irgendwie das ganze draufgesprühte auf der Lunge gelandet. Also richtig, richtig komisch. Richtig komische Hustenanfälle. Und dann mag ich die Deos halt nicht weiter benutzen. Keine Ahnung, woran das liegt. Bei dem ist es bis jetzt noch nicht passiert, Gott sei Dank. Muss ja was Gutes haben, dass man das 14.20. Deo wegschmeißt oder verschenkt. So, kommen wir zum Make-up. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass Evelyn mal einen Kabuki auf den Markt gebracht hatte. Der war im Standardsortiment der Pinselabteilung bei DM. War ein flacher Kabuki und für viele ein heiliger Gral. Verständlicherweise auch für mich. Bis ich ihn dann entdeckt hatte, was wohl einige Zeit gedauert hat, war es quasi kurz davor, dass Evelyn ihn nicht mehr im Programm hatte. Und ich habe da wirklich sehr lange hinterher getrauert und so langsam gibt er auch echt den Geist auf. Ich kann den echt eigentlich nicht mehr wirklich benutzen und habe entdeckt, dass zu Eva einen Flat Kabuki im Sortiment hat. Und ich bin förmlich ausgeflippt. Er ist ein bisschen kleiner als der von Evelyn, aber ein richtig, 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 richtig geiles Teil. Also ich denke, dass er eigentlich dafür gedacht ist, dass man Flüssig-Foundation auftragt, was ich aber nicht tue. Ich benutze es halt für meinen Puder. Würde dann mal beim Puder werden, was ich immer benutze. Er nimmt halt super Produkt auf, er verblendet super. Dieser Kabuki ist wirklich der Knaller. Ich finde den total, total super. Also ich bin super froh, dass ich den entdeckt habe. Zählt die super und er kriegt ein Küsschen. Ja, also ich liebe diesen Pinsel. Wenn ihr ebenfalls auf der Suche seid, der perfekte Ersatz, ehrlich, ist jetzt wirklich von ganzem Herzen eine extreme Empfehlung. Den zweiten Kabuki, den ich habe, mittlerweile sehr ins Herz geschlossen, ist der Essence Soul Star. Soul Sister Powder Brush, den mir die liebe Gola Neve von Twitter besorgt hat. Die liebe Silvia. Und bei uns gab es den nicht mehr, aber da wird ja auch geschwärmt wie bekloppt. Zu Recht. Ich finde den super zum Verblenden vom Make-up und der hat echt so eine coole Form. Er ist super stabil und super Pinsel. Also wenn ihr irgendwie mal auf, was weiß ich, einen DM trefft, der gefühlte 40 Jahre hinterherhängt und ihr kriegt diesen Kabuki noch, dann ab dafür. Nehmt ihn mit. Dann habe ich noch eine Empfehlung für euch, die ich durch Zufall entdeckt habe. Sind diese kleinen Ampullen von CV Young. Das ist eine, ist die Müller-Exklusivmarke. In 2 Minuten geht die Kamera aus, super. Das sind so kleine Ampullen, Anti-Pickel-Ampullen mit Fruchtsäure und Zink. Und witzigerweise sind die Teile ernsthaft richtig, richtig geil. Also, wie soll ich euch das erklären? Wenn du entzündete Pickel auf der Haut hast und ihr macht es abends, und du oder ihr macht es abends drauf, tupft es drauf, dann am nächsten Morgen sind die Entzündungen ernsthaft zurückgenommen. Also ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert, aber es funktioniert wirklich. Die Teile kosten irgendwie 90 Cent oder so. Ja, das waren jetzt so die Pflegeprodukte. Ich muss mal eben schauen, ob die Kamera gleich wechselt. Produkten, die ich extremst oft benutzt habe. Meine Naked 1. Ihr seht, sie sieht schon angenutzt aus, obwohl nicht alle Farben angenutzt aussehen. Also die meisten sind hier vorne eher abgekrabbelt. Aber man kann so schöne Sachen damit machen. Ich liebe sie wirklich. Und wenn es dann irgendwann bei HQ her die zweite für genauso cool wenig Geld gibt wie die erste, dann wird auch die zweite mein sein. Des Weiteren habe ich noch meine Inklot-Palette benutzt, sehr häufig. Frag mich bitte nicht, wie die Namen heißen, ich weiß es nicht. Und da ich auch wahrscheinlich zu blöd bin, diese
vielleicht doch nicht so blöd, rauskriege. Das ist zum Beispiel Pearl 434. Ja, Pearl 434. Die anderen kriege ich, glaube ich, nicht raus. Ist auch egal. Schaut doch mal, ob ihr nicht bei Inglot mal vorbeikommt in Düsseldorf. Gibt es denn jetzt nicht auch in Köln? Keine Ahnung. Ich mag die Lidschatten sehr gerne. Nur zu empfehlen. Und eine super geile Auswahl. Meine häufigst benutzten Blushes. Wie will mich meine Kamera veräppeln? Ist einmal der NYX Blush. Peach. Sieht auch schon richtig abgekrabbelt aus. Das ist so ein Blush, den kannst du echt jeden Tag benutzen. Wie gesagt, mein NYX Blush in Peach. Kann ich ja mal auf den... Ja, das Licht ist jetzt hier wieder so. Der ist rosa peachig. Und ich finde, dass er super gut irgendwie zu meinem Hautton passt. Und somit eigentlich auch zu fast jedem Make-up, was ich schminke. Also, wenn ich nicht weiß, welchen Blush ich tragen soll, trage ich immer den hier. Den zweiten, den ich auch super häufig benutzt habe, ist von Sleek. Der Rose Gold. Der sieht so aus. Ist er nicht hübsch. Der hat so... Guckt euch diese pornösen Blush an. Das ist ja wohl der absolute Oberhammer. Ja. Gut, so intensiv wie er jetzt hier ist, benutze ich ihn natürlich nicht im Gesicht. Aber als Lidschatten. Ist ja auch richtig geil. Ach, toll. Make-up macht glücklich. So. Dann kommen wir... Moment. So. Zum Augenbrauen-Gel. Da nutze ich das von Alverde. Das ist das neue mit Farbe. Das finde ich eigentlich ganz praktisch. Man muss nur aufpassen, dass man beim Auftragen nicht zu viel Produkt drauf hat, weil sonst hat man so braun-schwarze Farben im Gesicht kleben. Das ist die Farbe Blond, wobei der schon relativ dunkel ist, aber es geht noch. Heute habe ich ihn übrigens nicht benutzt. Heute sind sie unnatürlich. Denn ganz oft benutzt meine Haut klar aktiv Anti-Pickel-Roller. Meine liebste Mascara ist die Kombination aus der NYX Doll Eye Mascara Volume und der Voluminous von L'Oreal. In Carbon Black. Wobei mir auffällt, dass ich die vielleicht mal nachkaufen müsste. Nämlich fast alle. So. Und als liebste Augenbrauen-Base habe ich entweder die Essence I Love Stage Eyeshadow Base benutzt oder die HD Base von NYX. Stellvertretend für alle anderen habe ich jetzt mal den Jumbo in Milk von NYX ausgegraben. So, ich benutze die Jumbos eigentlich unter jedem Make-up. Entweder weiß oder schwarz oder braun oder grün, je nachdem, was ich benutzen mag. Nicht, was ich benutzen mag, sondern auch, was für ein Make-up ich zaubern will, nehme ich halt dann meinen entsprechenden Jumbo. Dann, ich bin auch total verliebt in dieses Catrice. Ja, was ist denn das? Wie nennt er sich denn jetzt? Ein Color Refreshing Lip Balm. Aus der einen LE, also den finde ich richtig cool. Es gibt von Dior so ein Teil, was irgendwie, weiß nicht, 25 Euro kostet. Der hat jetzt 5 gekostet, finde ich eigentlich auch ziemlich viel. Aber irgendwie finde ich die Aufmachung total schön mit den pinken Blumen drauf. Und den Effekt finde ich eigentlich auch ganz hübsch. Lip Refreshing, Lip Color Refreshing ist er jetzt bedingt. Aber ich mag halt, dass er ein bisschen rosane Farbe abgibt. Für die Lippen, wenn man nichts drauf hat.
Und jetzt mein absolutes Ober-Highlight, mega Lieblings, gigantös Produkt ist der NYX HD Concealer. Ich benutze den in der Farbe CW03 Light. Und dieses Teil ist der absolute Oberhammer. Ich habe den letztes Jahr auf der CPD gekauft, den ersten. Und seitdem habe ich, glaube ich, schon 4 von den Dingern. 5? Ich weiß es nicht. Aber ich kaufe den immer wieder nach. High Definition, Mineral Enriched, Talc Free und Paraben Free. Und dieses Zeug, ich liebe es wirklich sehr. Ich benutze es natürlich als Concealer unter den Augen. Hier oben drüber, weil meine Augen hier so rundherum so einen schönen braunen, rosa Farbton haben. Ich benutze ihn zum Abdecken. Ich benutze ihn hier, ich benutze ihn hier. Ich benutze ihn eigentlich überall. Und das Coole an dem Teil ist eigentlich, dass er sehr deckend ist. Dass er nicht in die Fältchen läuft. Dass er da stehen bleibt, wo ich ihn hingeschmiert habe. Dass sich total toll verteilen lässt. Er hat so ein Lipgloss-Teil. So sieht er dann halt aus. Er ist halt relativ dickflüssig. Aber auch nicht so fest, dass er sich nicht verteilen lässt. Passt sich super den Gegebenheiten der Haut an. Also ich, wirklich ganz ehrlich, ich kaufe nicht zum 6. Mal nach, wenn er scheiße wäre. Also ich liebe dieses Produkt, ernsthaft. Ich würde fast sogar sagen, ich würde nur mit Concealer bedeckt das Haus verlassen. Also wirklich, der ist richtig geil. Ich liebe das Teil. Jo, was habe ich noch? Gelesen habe ich das neue Il Dico von Curti Buch unter anderem. Endlich. Ich habe jetzt gerade mit dem neuen, könnt ihr die überhaupt sehen? J.D. Robb Buch angefangen. Was habe ich denn gesehen? Ach, einige Lieblingsfilme waren zum Beispiel Anonymous. Der Gott des Gemetzels. Grandioser Film. Im Moment sind wir mal wieder im MASH-Fieber. Gerade in der 4. Staffel. Gucken wir MASH. Dann. Mein liebes Getränk wird für immer und ewig, glaube ich, Krüger Schoko Cappuccino bleiben. Also, wenn Krüger mich irgendwann mal, weiß ich nicht, ein Jahr lang mit Krüger Schoko Cappuccino sponsern möchte. Ich wäre dabei. Ja. Um das Thema Nagellacke würde ich mich dann im nächsten Kinofilm. Klar. Länge wird er wahrscheinlich haben wie ein Kinofilm, der nächste Video. Aber um das Thema Nagellacke würde ich mich dann im nächsten Video kümmern. Weil ich perverserweise festgestellt habe, dass ich letztes Jahr im Juni meinen ersten Essilack gekauft habe, Tarte Deco. Ist übrigens im gleichen Video drin wie The Wash Bürste. Und da habe ich meinen ersten Essilack gekauft, Tarte Deco. Und es ist jetzt ein Jahr her. Und meine Essi-Sammlung ist seitdem exorbitant gewachsen. Pervers, wirklich, ohne Scheiß. Ich weiß schon nicht mehr, wohin mit dem ganzen Rotz. Ich habe Nagellacke ohne Ende und würde dann eventuell mal ein Nagellack-Sammlungs-Update-Video drehen. Frage mich nur gerade, wie ich es organisieren soll. Ich glaube, ich mache es einfach nach Kisten, weil Himmelarsch, es ist wirklich viel zu viel. So, ich wünsche euch, wie schon vorhin im anderen Video gesagt, noch einen schönen Restsonntag. Gleich muss ich mir mal die Deutschland-Nägel bekleben mit Deutschland-Sachen. Und hoffe, ihr sitzt heute alle fröhlich vorm Fernseher und brüllt und schreit, was das Zeug hält. Übrigens nochmal eben eine ganz kurze Sache, was ebenfalls noch zu meinen Lieblingen gehört. Gel-Eyeliner. Total bescheuert, aber ich liebe diese Dinger. Also, ich benutze eigentlich alle Dinger als
alle möglichen Sachen als Gel Eyeliner. Ob es jetzt die Essence Isoflies sind oder die Maybelline Color Teile. Oder. Ich benutze sie alle als Gel Eyeliner und den finde ich auch total klasse. Den dunkelblauen Catrice Gel Eyeliner. Der ist wirklich mal gelig. Im Vergleich zu den anderen, die sind eher cremig. Das ist wirklich Gel. At its best. Der ist richtig schön. Der ist so richtig schön. Ja. Schön blau. Also wenn ihr den auch noch ergattern könnt irgendwo, kann ich euch empfehlen. Ich mag ihn sehr gerne. Wobei, wenn ihr sonst eher cremigere Gel-Eyeliner gewohnt seid, das schon eine Umstellung ist. Aber ich bin ein Schwein. Ich bin ein sehr großer Liebhaber von Gel-Eyelinern. Ja, hat sich auch so einiges angesammelt in letzter Zeit. So, bei Fragen oder Wünschen für Videos etc., dann schreibt mir einfach, twittert mir, folgt mir auf Pinterest oder auf Instagram oder lasst es sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao!